Hallo, mein Name ist Marlon. Sie möchten die Mein Magenta-App auf Ihrem Handy haben? Dann sind Sie bei diesem Video genau richtig. Ich zeige Ihnen heute nämlich, wie Sie die Mein Magenta-App ganz einfach und unkompliziert auf Ihrem Handy installieren können. Wie das Ganze auf einem iPhone funktioniert, erkläre ich Ihnen jetzt. Legen wir mal los. Zuerst müssen Sie die App App Store öffnen. Diese erkennen Sie an dem angezeigten Symbol. Klicken Sie anschließend unten rechts auf die Lupe. Im Suchfeld geben Sie Mein Magenta ein. Die Suche bestätigen Sie bitte mit einem Klick auf den Button Suchen. Aus den Suchergebnissen wählen Sie bitte die App Mein Magenta, Handy und Festnetz aus. Sie erkennen die App außerdem an dem Logo der Deutschen Telekom. Nun klicken Sie bitte auf den blauen Button mit der Aufschrift Laden. Anschließend wird die Mein Magenta App auf Ihrem Gerät installiert. Es kann sein, dass Sie die Installation mittels eines Passworts, eines Fingerabdrucks oder Ihrer Gesichtserkennung freigeben müssen. Anschließend warten Sie bitte einen Augenblick, bis die Mein Magenta App fertig heruntergeladen ist. Sobald Ihnen der blaue Button mit der Aufschrift Öffnen angezeigt wird, ist die Mein Magenta App erfolgreich installiert. Diese kann auch über das angezeigte Symbol aufgerufen werden. Mit der App haben Sie nun den Zugriff auf zahlreiche tolle Funktionen. Sie können zum Beispiel eigenständig Verträge verwalten, Geräte einrichten oder Ihr aktuelles Mobilfunkvolumen anzeigen. Außerdem haben Sie mit der App die Möglichkeit, tolle Geschenke zu gewinnen. Möchten Sie mehr über die Funktion der Mein Magenta App erfahren? Dann klicken Sie bitte auf das angezeigte Video. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, lassen Sie uns bitte eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.